So, nicht bewegen. Das war vorhin echt komisch. Komisches Geräusch. Das war vorhin aber echt komisch gewesen. Also ich habe mich echt nur einen Schritt nach da bewegt. Und auch nur mit dem Chef und überhaupt. Und naja, egal, trotzdem gleich Kampf. Munitionsverteilung. Du schießt bitte fast nur noch mit deiner Uzi. Bitte. Nur wenn du mal schräg schießen musst, benutzt du das Gewehr. Du kriegst... Hat noch irgendeine Pistolenmunition? Ja, hier. Du kriegst noch 3 Kugeln. Mehr traue ich dir nicht zu, weil du jeden Moment abhauen könntest, wie die andere. Ja, okay, sie ist nicht abgehauen, sie ist gestorben. Aber, nee. Und vor ihr dieser komische Mutant und vor ihr der Opa und das ist alles doof. Aber wir haben Schrotmunition. Da. Das kann auch dahin. Also du hast 6 Schuss mit dem Gewehr. Du hast keine Betäubungspfeile mehr. Ups. Das ist nicht gut. Du hast noch einen. Jetzt sind wir eventuell doch ein wenig zu verschwenderisch umgegangen, ha? Ja, und wir haben den Elektroschocker nicht mehr. Ja. Okay, kriegen wir hin. Das soll ja auch eine Herausforderung sein und so. Wir brauchen von der Ecke hier Tor. Oh, warte mal, ist das das? Kommen wir da hin? Ich würde gerne mal gucken, ob es das Tor ist, das zu dem Startgebiet führt. Ja. Da ist das Museum, richtig? Ich glaube schon, auch wenn hier nichts angezeigt wird. Also ich kann schon mal nicht zurückgehen. Dann gehen wir hier rum. Weil ich hatte mir mal aufgeschrieben, dass eine Matrix-Disc bei der Statue war, 2 auf dem Hauptplatz und eine irgendwo anders, wahrscheinlich im Museum. Wir haben aber jetzt erst 3, wenn ich richtig sehe. Genau, 3. 1 fehlt noch. Tor am Museum. Was? Ja, ja, schön, dass es ein Tor am Museum ist. Ich würde gerne da durch. Nee. Schade. Das fehlt mir noch so ein bisschen, dass man in Gebiete zurückkehren kann. Wir haben zum Beispiel auch einen Save, der eventuell wichtig sein könnte, übersehen. Also, weil ich halt nicht wusste, dass es diese Einwege gibt. Das ist doof. So, da haben wir eine Kiste. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass hier im Hotel was Wichtiges ist. Deswegen will ich da jetzt nicht hingehen. Weil wenn ich da jetzt hingehe, dann verpasse ich die ganzen Ressourcen, die in alternativen Ecken rumliegen. Da unten waren wir drin. Hier haben wir die eine Matrix-Disk gefunden. Ich glaube, hier ist aber sonst nichts. Hier stand sie unter einer Straßenlaterne. Wie das auch ein wenig zu ihrem Aussehen passt. Und, ja, hier war nur ein Durchbruch. Nee. Also schaut so aus, als hätten wir wirklich alles hier in der Ecke. Was schade ist. Ich brauche Betäubungsweile. Gewehrmunition. Oh. Scheiße. Ovid, zurück! Wir kommen! Was zum... Haben Sie den Verstand verloren, Sir? Ich werde nicht für diesen verrückten Polen sterben. Sie ändern besser Ihre Einstellung, Soldat, oder ich verpasse Ihnen persönlich eine Kugel. Werden wir langsam ein wenig gereizt? Wow, sind aber echt ein paar, ha? Huh? Squeaker. Squeaker waren die, die auf dem Boden trampeln und den frontalen Schaden machen. Was sind Schweine viele? Reverend Insect? Der ist neu. Du. Geh mal dahin und zünd die mal an. Okay, geh dahin und zünd die mal. Geh du mal weg. Zünd du die beiden mal an. So. Die brennen jetzt. Wir werden nächste Runde Schaden machen. An uns. Aber ist nicht so schlimm. Weil die machen nicht viel Schaden. Das sind Monster, die haben wir schon sehr früh im Spiel gehabt. Dieser Reverend Insect da. Das weiß ich nicht, was das macht. Also gehe ich mal hier hin und gucke nach unten. Du gehst dahin und versuchst das Ding mal zu betäuben. Gefrierschutz.
Okay. Es gibt Betäubungsschutz, Feuerschutz, Gefrierschutz bisher. Und du gehst dahin und schießt ihm in die Seite. 5. Schwere Panzer. Ja. Okay. Du. Was machst du? Warum ist da jetzt... Achso, genau. So. Nein! Ich... Böse, böse linke Hand. Ich hab D gedrückt, weil ich die Kamera nach rechts bewegen wollte. Gut, Ovid hart aus. Er wird aber gleich betäubt, das ist... Ja. Okay, Ovid wird betäubt. Und kriegt einen ab. Was machst du? Ja, okay. Ist der gerade ins Napalm gelaufen? Oh, Ovid wurde nicht betäubt, das ist gut. 26, was zur Hölle? Ihr wart doch die einfachen Gegner vom Anfang. Also gut, der Reverend, der Eisschutz hat, brennt. Und wird dann bald sterben, genau wie die beiden. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt einfach weggehen. Problem ist dann, dass die ganze Zeit auf Sullivan gedackert werden würde. Und ich weiß nicht, ob das Napalm reicht, um den Reverend hier umzubringen. Ovid. Was machst du gegen die zwei Typen, die dich gleich instant betäuben können? Du betäubst sie. Es wird nicht gehen. Hatten wir nicht getestet, ob man die betäuben kann? Bin mir ziemlich sicher. Also, sie betäuben selber, also werden sie höchstwahrscheinlich auch einen Schutz dagegen haben. Und ich war mir sicher, das hatten wir auch schon mal getestet. Aber warum wird es denn nicht unter dem Namen angezeigt? Das ist komisch. Zünd die beiden mal an, damit sie wenigstens brennen, während du betäubt bist. Ja, 30 Schaden, gib ihm. Sehr gut. Und danach gehst du da oben in die Ecke. In der Hoffnung, dass sie nicht rankommen. Was sie auch nicht tun. Ich habe schon wieder D gedrückt. Linke Hand weg, 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 weg. So. Trantin, was machst du? Du könntest ihn jetzt anzünden. Wenn du irgendwas hättest, was Feuer machen würde. Was du aber nicht hast, du hast nur Drogen. Das heißt, du gehst dahin und schießt auf den Reverend. Daka, 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 daka. Und läufst danach weg, damit du nicht auch eingefroren wirst. So. Und du, was machst du? Wirfst eine Handgranate? Es war so, dass alle drei getroffen werden. Wer denn hier? Geh mal einen Schritt vor. Glaub da, ja. Guck mal. Whee. Jo, sehr gut. Und weg. Und drehen. So, alle, die was machen können, haben was gemacht. Runde wenden. Ja, alle bekommen Schaden. Genau, kipp um. Der andere auch. Wo willst du hin? Oh, du willst ihm den Rücken erdbeben. Na gut. Du frisst ihn nochmal ein. Oh. Aber du brennst. Kannst du nicht eine Weile neben mich stehen bleiben? Das wäre echt super zum Auftauen. Und du kannst nochmal duckern, okay. Ja. Trantin wird wahrscheinlich... Hilfe brauchen gleich. Ja, du brauchst medizinische Behandlung. Hast du was zum Heilen dabei? Ja, Heilsalbe. Dann geh mal dahin. Dann geh du mal dahin. Und dann verarzte du mal ihn. Und dann guckst du, ob dein Einfrierding fertig ist. Ist es nicht? Dann nimmst du die Uzi und stellst dich vor den Typen. Und zwar da unten.
den kriegen trotzdem beide immer noch das Erdbeben-Ding ab, weil ich mich schlecht positioniert habe. Also es juckt mir in den Fingern, nochmal neu anzufangen, um ganz viele Fehler nicht zu machen. Aber ich denke, das wäre denn zu einfach. Man muss das Spiel wirklich so in einem Schwung versuchen durchzumachen. Dann verliert man zwar viel Ausrüstung und bekommt nicht alles mit, aber sonst wäre es zu einfach. Und so müssen wir wirklich mit den Ressourcen, die wir jetzt haben, klarkommen. Also wir haben keinen Elektroschocker, wir haben wesentlich weniger Heilsachen, weil die bei dem Mädel geblieben sind. Wir haben Sachen beim Opa gelassen, wir haben den Tresor vergessen, all solche Sachen. Und wir leben trotzdem noch. Das heißt, wenn wir so jetzt gleich durchschaffen, ich gehe davon aus, dass es gleich ist, wenn wir die Matrizen abgegeben haben, dann ist es wesentlich toller, als wenn wir das, ne, alles super optimiert hätten. Du geh mal tot. Ja. Du wirst uns überall betäuben können. Okay, also der wird nächste Runde nicht sterben. Und wird Ovic betäuben. Und dann ein paar Runden auf ihn einpieksen. Der hier hält noch richtig viel aus. Du bist immer noch betäubt. Der Garcia wird sterben. Der Reverend in zwei Runden. Genau, weg mit dir. Flop. Erwischt beide. Und dafür müssten wir ihn hier, den mit den Steinblöcken, gleich einfrieren können. Der Reverend macht nichts anderes außer einfrieren. Damit müsste man arbeiten können. Und betäubt. Und, ja, okay. Zwei Schadenspunkte, das ist nicht wirklich schlimm. Also diese Crowd-Control-Monster, sag ich mal, die betäuben und einfrieren, sind nur garstig, wenn noch sehr viele andere von ihren Kollegen leben. Wenn keiner von denen mehr da ist, der wirklich Schaden macht, dann klappt das soweit alles schon. Du stell dich mal daneben, schießt ihm dann Rücken und hofft, dass er nächste Runde 10 Feuerschaden bekommt. Du gefrierst das Ding. Jop. Und das war's. So, das Ding ist tot. Jetzt ist nur noch der Niedler aktiv und der kann nur ganz wenig Schaden machen. Nämlich 2. Ja, okay. Du dahin. Ja, 24 Schaden, sehr gut. Das trotz mittlerer Rüstung. Oder ist das ein H für Heavy? Ich glaube sogar ein H für Heavy. Du bist immer noch eingefroren. Du dahin. Ohne Wenden. Oh, warte mal, das Vieh links könnte zu Trantin nächste Runde kommen. Müssen wir vorsichtig sein. Also nicht persönlich gefährlich für uns oder Ressourcen verbraucht oder sonst irgendwas. Das Vieh ist wieder wach. Sondern primär, weil es das Ganze noch in die Länge zieht. 10 Schaden musst du jetzt machen. Komm. Kriegst du hin, kriegst du hin. Jo. So. Du hast nur noch 34 Leben. Du gehst mal wieder weg. Verteidigst dich. Und hoffst, dass Ovic gleich wach wird. Na, ja, was machst du jetzt? Ah, du läufst schon in die richtige Richtung. Aber nicht weit genug. Warum gehst du... Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück, ja? So, Chefchen ist wach. Wollen wir den da anzünden? Naja, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein mit meinen Ressourcen. Ja. Wir können nichts machen von hier aus, weil wir nicht über Barrikaden schießen können. Keine Granate schmeißen, das bringt gar nichts. Nö, du wartest einfach. Verteidigung. Du stellst dich dahinter. Ah, das Ding ist wieder aufgeladen, aber kommst nicht ran, richtig?
Richtig, ja. Dann schieß halt mit Glück.